Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist wohl ein einzigartiger Vorgang, dass eine Finanzministerin im Land Brandenburg nach ihrem Erlass eines sogenannten hauswirtschaftlichen Rundschreibens in einer Kabinettssitzung zum Rapport antreten muss. Nicht nur deshalb möchte ich zu Beginn meiner Rede kurz auf die Pressemitteilung der Finanzministerin nach der Kabinettssitzung vom 11. Januar diesen Jahres eingehen. In der ist davon die Rede, dass etwaige Missverständnisse glücklich ausgeräumt sind und dass die Finanzministerin allen Mitgliedern der Landesregierung nun bei der Umsetzung des Haushaltes 2022 eine glückliche Hand und viel Erfolg wünscht. Um im Duktus der Presseerklärung zu bleiben, eine glückliche Hand hat Frau Finanzministerin mit der Verfassung des hauswirtschaftlichen Rundschreibens nicht bewiesen. Und das eigentliche Problem haben Sie leider immer noch nicht verstanden. Bei der Durchführung und Umsetzung eines vom Landtag beschlossenen Haushaltsgesetzes geht es nicht darum, ob jemand ein glückliches Händchen hat. Es geht ja nicht um ein Glücksspiel, sondern es geht darum, dass der Wille des Gesetzgebers, der Wille des Landtages 1:1 umgesetzt wird. Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund, dass meine Fraktion als Opposition im Landtag Brandenburg nur selten die Ziele und das Tun der Landesregierung teilt, sie also quasi grundsätzlich nicht billigt, kommen Missbilligungsanträge dem Tragen von Eulen nach Athen gleich. Das Instrument des Missbilligungsantrags erleben Sie deshalb in diesem Hohen Hause nur selten. Das politische Handeln der Landesregierung kann und soll nach meiner Überzeugung nicht Gegenstand eines solchen Antrages sein. Jedoch verfassungsmäßige Aufgabe des Parlaments ist es, die Überwachung der vollziehenden Gewalt. Zu dieser gehört unstrittig die Landesregierung in ihrer Gesamtheit, sowie jede und jeder einzelne Minister bzw. Ministerin im Rahmen des Ressortprinzips. Zu den Aufgaben der Exekutive gehört es wiederum, Beschlüsse des Landtages umzusetzen. Selbstverständlich ist es originäre Aufgabe der Finanzministerin nach § 5 Landeshaushaltsordnung allgemeine Verwaltungsvorschriften zum Haushaltsgesetz und zur Haushalts- und Wirtschaftsführung zu erlassen. Da diese hauswirtschaftlichen Rundschreiben bzw. die Erlasse sich eigentlich reinweg auf verwaltungsinternes Handeln beziehen und keine Außenwirkung entfalten, war in der Vergangenheit so, dass das Parlament bzw. der Ausschuss für Haushalt und Finanzen diese maximal zur Kenntnis nahm und damit war es auch schon gut. Was hat nun meine Fraktion mit dem Haushaltswirtschaftsrundschreiben 22 im Unterschied zu den Vorjahren auf den Plan gerufen? Im ursprünglichen Rundschreiben vom 27. Dezember 2021 tauchten unter der Ziffer 10 neben den obligatorischen Vorgaben zur Erwirtschaftung der vom Landtag beschlossenen globalen Minderausgaben in den Einzelplänen auch Vorgaben an die Einzelressorts auf. Insgesamt sollten diese weitere 100 Millionen Euro einsparen. Unbestritten ist sicherlich, dass die Einzelressorts auch zum Gesamthaushalt gehören und dass sie zur Erwirtschaftung der im Einzelplan 20 festgelegten globalen Minderausgaben für den Gesamthaushalt beitragen müssen. Die daraus jedoch von der Finanzministerin abgeleiteten Sparvorgaben, ermittelt anhand einer Einsparquote von 1,4% des Zuschussbedarfs, sind willkürlich und nach der Rasenmähermethode festgelegt. Vor allem entbehren sie jeglicher Rechtsgrundlage und gingen damit über das legitimierte Handeln hinaus. Vielmehr erinnert dies an das Verhalten eines bockigen Kindes. Nachdem sich Frau Finanzministerin mit ihrem Haushaltsaufstellungsverfahren vorgegebenen Sparquote von 6,95% nicht durchsetzen konnte, gibt sie mit dem Rundschreiben den Ressorts mal soeben eine Einsparquote in Höhe von 1,4% im Rahmen der Durchführungsbestimmung zum Haushalt 2022 vor. Damit wurde aus Sicht meiner Fraktion das Rundschreiben nicht nur ein Erlass in Umsetzung der Vorgaben des Haushaltsgesetzgebers, vielmehr sehen wir in den vorgegebenen Sparquoten einen eklatanten Verstoß gegen den Willen des Haushaltsgesetzgebers, denn wichtige Projekte wurden dadurch gefährdet und somit ist es nun wieder eine Angelegenheit des Parlaments. Meine Damen und Herren, dass wir mit dieser Sichtweise nicht alleine stehen, zeigen die diesbezüglichen Äußerungen des Fraktionsvorsitzenden der CDU, Dr. Rethmann. Die CDU, so ließ sich vernehmen, wird im Finanzausschuss sehr darauf achten, dass die globalen Minderausgaben keine Verschleierung einer Deckungslücke sind und dass es Klarstellungsbedarf gibt. Für diesen ungewohnten Beistand möchte ich mich ausdrücklich bedanken, denn bisher sind die Koalitionsfraktionen im Landtag blind den Vorgaben der Landesregierung gefolgt.
Die Äußerungen von Dr. Redmann und die von Herrn Breetz im ARF zeigen aber auch, wenigstens in der CDU-Fraktion hat man das von der Linksfraktion beim Parlamentarischen Beratungsdienst in Auftrag gegebene Gutachten Zulässigkeit der Veranschlagung globaler Minderausgaben vom 29. Juli vorigen Jahres gelesen. Dieses haben wir vorsorglich angefordert, weil die Deckungslücken in der Finanzplanung mittlerweile pro Jahr im Durchschnitt auf 1,1 Milliarden Euro angewachsen sind. Da besteht immer die Gefahr, den Haushalt mit der Ausbringung von uneinbringlichen globalen Minderausgaben ausgleichen zu wollen. In unserem Gutachten sind auch zwei verfassungsgerichtliche Entscheidungen angeführt, in denen eine globale Minderausgabe in Höhe von 0,7% bzw. bis zu 2,29% unbeanstandet geblieben sind, wobei es allerdings nicht zentral um die Zulässigkeit dieser globalen Minderausgaben ging. In dem jetzt mit den Stimmen der Koalition beschlossenen Haushaltsgesetz stellt der Anteil der globalen Minderausgaben mit 1,92% einen neuen Rekordwert der jüngeren Vergangenheit in Brandenburg dar. Im Vorjahr lag dieser Wert schon bei 1,74%. In den Jahren davor machten die globalen Minderausgaben dagegen nur einen Anteil von rund 0,3% des Gesamthaushaltes aus. Aber meine Damen und Herren der CDU-Fraktion, auch Sie müssen sich heute erneut die Kritik anhören, dass das Ausbringen von zusätzlichen globalen Minderausgaben keine finanzielle Deckung beinhaltet, sondern eine Sparvorgabe an die Exekutive ist. Im Gutachten auf Seite 23 werden im ersten Absatz dazu folgende Ausführungen gemacht. Ich zitiere: Bereits im Jahr 2005 konstatierte und kritisierte man einen grundlegenden Funktionswandel der globalen Minderausgaben, bei dem der ursprüngliche Zweck der Abschöpfung des Bodensatzes in den Hintergrund trete und die globalen Minderausgaben zu einer gezielten Sparvorgabe des Parlaments an die Verwaltung mutierte. Zitat Ende. Ich habe noch die Redebeiträge vom Kollegen Baske im ASGIF und die vom Kollegen Vogelsänger im ARF im Ohr, die bei jeweils gleichen Änderungsanträgen der Koalition und meiner Fraktion von der angeblich besseren Deckungsquelle globale Minderausgaben gesprochen haben. Die Konsequenzen dieser angeblich besseren Deckungsquelle diskutieren wir nun schon heute, einen Monat nach Verabschiedung des Landeshaushaltes. Mit den von Ihnen eingebrachten und beschlossenen Änderungsanträgen haben Sie die globalen Minderausgaben auf insgesamt 291 Millionen Euro erhöht. Hätten Sie sich für unsere inhaltsgleichen Änderungsanträge erwerben können, dann hätten wir den Ministerien auch zusätzliche Mittel in die Hand gegeben und nicht zusätzliche Sparvorgaben. Meine Damen und Herren, inwieweit die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben möglich sein wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös vorhersagen. Aber um den Ministerien den Druck der Erwirtschaftung ihrer globalen Minderausgaben durch Einsparung vornehmen zu müssen, wollen wir uns im dritten Quartal im ARF mittels Bericht des Finanzministeriums darüber verständigen, inwieweit die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben zum Jahresende über nicht zweckgebundene Mehreinnahmen der jeweiligen Ressorts möglich ist. Zu diesem Zeitpunkt liegen dann die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung und der Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06. vor. Sehr geehrte Finanzministerin, Sie haben in der dritten Lesung zum Haushaltsentwurf im Dezember ja sehr ausführlich die griechische Mythologie bemüht. Von daher verwundert es mich schon, mit welch rasanter Geschwindigkeit Sie von der Kassandra aus der Prignitz zur Medusa der brandenburgischen Landesregierung mutiert sind. Mit dem Unterschied, dass bei Ihrem begehrlichen Blick auf die Haushaltsmittel der einzelnen Ministerien niemand zu Stein erstarrte, sondern ganz im Gegenteil hektische Betriebsamkeit ausgelöst wurde. Sie haben damit weder sich einen Gefallen getan, noch der Glaubwürdigkeit der Landesregierung in puncto Haushaltspolitik erhöht. Und um hier gleich Missverständnisse vorzubeugen, um die Rolle des Perseus bewerbe ich mich ausdrücklich nicht, gleichwohl es mir zugegebenermaßen Vergnügen bereitete, zu beobachten, wie der Kollege Breetz sich schwertschwingend bemühte. Ich bitte abschließend um Zustimmung zu unserem Antrag, damit es Ihnen, meine Damen und Herren der Koalition, etwas leichter oder auch schwieriger fällt, beantragen wir die getrennte Abstimmung über die Missbilligung zum einen und zum anderen über die Berichterstattung im ARF. Vielen Dank.